Willkommen, liebe Verehrerinnen und Verehrer von Padre Pio. Ich darf Sie ganz herzlich wieder aus München begrüßen. Lasst uns heilig werden, schreibt Padre Pio einmal, so werden wir, nachdem wir hier auf Erden vereint waren, auch im Himmel für immer zusammen sein. Bei diesem Satz erinnere ich mich an den Beginn meines Ordenslebens. Ganz am Anfang steht das Noviziatsjahr, die erste Einübungsphase, und ich kann mich erinnern, dass ich bei dieser Gelegenheit irgendwann einmal gesagt habe, ganz klar, ich will nicht heilig werden. Und das hat meine Ausbilder zutiefst erschreckt. Natürlich ist das Ziel eines Ordenslebens, eines Christenlebens, heilig zu werden, aber ich hatte ganz etwas anderes im Kopf. Mir standen vor Augen süßliche Heiligenbilder aus Gips, in rosa Pastelltönen angestrichen, die Augen vielleicht nach oben verdreht, Heiligenbildchen, wie wir sie so kennen. Und das war mir völlig zuwider. Nein, sowas wollte ich nicht werden. In meinem Ordensleben habe ich dann gelernt, dass heilig werden etwas anderes meint. Dass es etwas zu tun hat mit Heilsein, mit Heilwerden. Und unabhängig jetzt von Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, die einen furchtbaren Schmerz bedeuten, kann es auch bei denen, die gesund sind, bei mir selbst sozusagen zu einer Spaltung kommen. Auch das ist vermutlich nicht nur meine Erfahrung, dass wir das eine sagen und das andere tun. Dass wir, ja, irgendwo eine gespaltene Persönlichkeit sind. Und letztlich meint heilig werden, heil werden. Unser Leben und unser Reden, unser Tun und Handeln zusammenbringen. Das ist leichter gesagt als getan. Und es ist eben auch nicht damit getan, dass ich einfach feststelle, mein Leben ist heilig. Wir kennen die geistlichen Hilfsmittel für ein Leben in Heiligkeit. Das sind die Sakramente, die Buße, die Eucharistie, vor allem. Das sind die Gebete. Das ist das Lesen der Heiligen Schrift. Es gibt aber auch die ganz praktischen Hilfsmittel, die heißen, ins Gespräch zu kommen mit anderen, mich einmal von außen anzuschauen. Wie nehmen andere mich denn wahr? Zuzulassen, dass Kritik mich auf Fehler hinweist und es nicht von vornherein abzulehnen. Ich glaube, wir können uns in vielen Dingen durch ganz normale Sachen korrigieren lassen. Und dazu kommt, das, was uns als Christen geschenkt ist, die geistlichen Hilfsmittel. Dass wir eine zutiefst göttliche Inspiration durch die Heilige Schrift haben. Dass in den Sakramenten uns eine Kraft geschenkt wird, die uns hilft, auch zu Fehlern zu stehen, auch uns zu korrigieren, auch uns zu verändern. Lasst uns heilig werden, so werden wir, nachdem wir auf der Erde vereint waren, auch im Himmel für immer zusammen sein. Ein Satz, den Padre Pio wohl geschrieben hat an jemand, den er kannte, der mit ihm irgendwie unterwegs war, und er sagt, wir können uns wiedersehen. Die meisten von uns haben Padre Pio nie im Leben gekannt. Aber dieser Satz sagt uns, wenn wir mit ihm den Weg des Heils gehen, der Heiligkeit, dann werden wir auch mit ihm und allen anderen Heiligen vereint sein vor Gott. Eine Verheißung, eine Zusage. Lasst uns heilig werden, lasst uns heil werden. Der Wunsch des heiligen Franziskus, Friede und Heil
möge uns alle begleiten.